Emilia F. aus Rostock fragt: Guten Tag. Sie empfehlen auf Ihrem Kanal den sogenannten Sleep Analyzer, um zu Hause im eigenen Bett eine potenzielle Schlafapnoe diagnostizieren zu können. Haben Sie schon von Sleepis aus der Schweiz gehört? Dieses Gerät soll Schlafapnoe viel präziser diagnostizieren können als der Sleep Analyzer. Was halten Sie von Sleepis? Würden Sie mir den Kauf des Geräts empfehlen? Hallo Emilia. Ja, ich habe schon von Sleepis aus der Schweiz gehört. Wäre schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Ich erkläre kurz, was Sleepis überhaupt ist, wie es funktioniert und wo die Unterschiede zum sogenannten Sleep Analyzer der Firma Wissings liegen. Insbesondere werden Sie erfahren, dass die Frage, welches der beiden Geräte Schlafapnoe präziser diagnostiziert, gar nicht mal die entscheidende ist. Denn der praktische Einsatz der beiden Diagnostikgeräte ist doch recht unterschiedlich. Dazu dann später mehr. Was ist Sleepis überhaupt? Sleepis ist ein innovatives Fernüberwachungsgerät der Firma Sleepis AG aus Zürich, die 2018 gegründet wurde. Sleepis wurde entwickelt, um unter anderem die Diagnose von Schlafapnoe ganz wesentlich zu erleichtern. Es geht aber nicht nur um diese Krankheit, sondern Sleepis monitort während des Schlafs und im häuslichen Umfeld den Verlauf einer Vielzahl weiterer Erkrankungen. Das Gerät kann damit auch die Durchführung von klinischen Studien ganz erheblich erleichtern und insbesondere zu einer deutlich besseren Datenqualität beitragen. Sleepis konzentriert sich vor allem auf die Aufzeichnung der Atem- und Herzfunktion. Optisch sieht das Schweizer Gerät aus wie ein Würfel und dieser ist innen gespickt mit jeder Menge Hightech. Denn die Identifizierung schlafbezogener Atemstörungen erfolgt mit Hilfe der Radartechnologie. Selbstverständlich werden hier nur elektromagnetische Wellen mit sehr geringer Leistung eingesetzt. Sie brauchen also wirklich keine Bedenken wegen potenzieller Gesundheitsschäden zu haben. Der Würfel wird auf dem Nachttisch oder direkt neben dem Bett platziert. Die ausgesandten elektromagnetischen Wellen und deren Reflexionen am menschlichen Körper werden genutzt, um Abstandsänderungen zu messen. Und diese Entfernungsänderungen werden tatsächlich mit einer Genauigkeit im Submillimeterbereich erfasst. Der Hersteller gibt an, dass Körperbewegungen, wie sie durch unseren Herzschlag oder unser Atemmuster verursacht werden, auf eine Genauigkeit von bis zu 0,2 mm gemessen werden. Diese Mikrobewegungen werden von spezifischen Algorithmen analysiert und entsprechend ausgewertet. Damit ist es möglich, berührungslos sämtliche relevanten Schlafparameter zu erfassen und eine obstruktive Schlafapnoe ganz bequem zu Hause zu diagnostizieren. Warum ist das absolut sinnvoll? Jeder, der schon mal in der Situation war, untersuchen zu lassen, ob bei ihm möglicherweise eine Schlafapnoe vorliegt, der weiß, dass man auf einen Schlaflaboruntersuchungstermin mehrere Monate warten muss. Also zumindest dann, wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Aber das ist ein anderes Thema. Außerdem schläft man bei der sogenannten Polysomnographie nicht im eigenen Bett zu Hause, sondern in einem Krankenhausumfeld. Hinzu kommt, dass man mit jeder Menge Kabel um die Brust und im Gesicht schlafen muss, was logischerweise den Schlaf beeinträchtigt. Keine Frage also, dass Sleepis im Vergleich zur herkömmlichen Diagnostik viel bequemer ist. Aber wie genau ist die Diagnosequalität? Hierzu wurden drei Studien durchgeführt, die die Messgenauigkeit untersuchten. Eine dieser drei Studien ist im Kontext der Schlafapnoe-Diagnostik besonders relevant. Hier ging es darum, die Diagnostikqualität von Sleepis mit der Polysomnographie, also der Untersuchung im Schlaflabor, zu vergleichen. Diese Studie wurde an der Ruhrland-Klinik der Universitätsmedizin Essen durchgeführt und untersuchte 109 Probanden. Die Studienteilnehmer bestanden aus Personen, bei denen aufgrund des Verdachts auf Schlafapnoe eine Polysomnographie verordnet wurde. Was kam heraus? Sleepis zeigte hinsichtlich des Atemstörungsindex Apnoe-Hypopnoe-Index größer gleich 15 pro Stunde eine Sensitivität von ca. 85% und eine Spezifität von ca. 88%. Ich übersetze das mal in verständlich. Die Sensitivität zeigt uns, wie gut das Sleepis-Gerät dabei ist, Personen mit Atemstörungen zu erkennen. Es erkennt etwa 85 von 100 Personen, die tatsächlich behandlungsbedürftige Atmungsstörungen im Schlaf haben.
Die Spezifität zeigt uns, wie gut das Gerät dabei ist, gesunde Personen als gesund zu identifizieren. Es erkennt etwa 88 von 100 gesunden Personen korrekt als gesund. Im konkreten Fall also ohne behandlungsbedürftige Atemstörungen im Schlaf. Insgesamt sind sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität des Sleepis-Geräts recht hoch, was darauf hinweist, dass es ein zuverlässiges Instrument zur Diagnose von Schlafapnoe ist. Basierend auf diesen Studien erlangte Sleepis eine Zulassung als Medizinprodukt durch die FDA, also die amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde. Und in der EU ist Sleepis nach der Medical Device Regulation zertifiziert. Die Medical Device Regulation ist eine Verordnung der EU, die die Anforderungen an Medizinprodukte regelt. Wo liegen nun die Hauptunterschiede gegenüber dem Sleep Analyzer der Firma Wissings? Insbesondere die Technologie, um schlafbezogene Atemstörungen identifizieren zu können, ist völlig unterschiedlich. Der Sleep Analyzer ist eine Schlafsensormatte, die während des Schlafs unterhalb der eigenen Bettmatratze platziert wird. Die Sensormatte ist gespickt mit Bewegungs- und Akustiksensoren und kommt ohne Radartechnologie aus. Diese Sensortechnik erfasst die Körperbewegungen, die Atemfrequenz, Herzschläge und potenzielle Schnarchgeräusche. Algorithmen werten die gesammelten Daten aus und zeigen dem Nutzer am nächsten Morgen über eine Smartphone-App, wie hoch sein Atemstörungsindex Apnoe-Hypopnoe-Index war. Der Sleep Analyzer ist also ebenso geeignet, eine behandlungsbedürftige Schlafapnoe zu diagnostizieren. Genauso wie Sleepis arbeitet er körperfern. Es gibt also keine störenden Kabel und Sensoren, die am Körper angebracht werden. Ich will hier an dieser Stelle nicht zu sehr auf die Details des Sleep Analyzers eingehen, weil es hierzu bereits ein eigenes Video auf meinem Kanal gibt. Ich habe es Ihnen unten in der Infobox verlinkt. Schauen Sie sich das gerne an, wenn Sie die Details interessieren. Insgesamt betrachtet ist der technische Ansatz des Sleep Analyzers zur Messung von schlafbezogenen Atmungsstörungen deutlich einfacher als der von Sleepis. Das zeigt sich dann auch ganz deutlich im Preis, denn das Sleepis-Gerät wird gemietet und typischerweise nicht gekauft. Für ca. 150 Euro kann man sich das Gerät für 3 Untersuchungsnächte nach Hause schicken lassen. Anschließend gibt es dann vom Hersteller einen Analysebericht als PDF und eine telefonische Beratung. Teilweise übernehmen Schweizer Krankenkassen die Mietgebühren vollständig oder zumindest teilweise. Der Sleep Analyzer wird hingegen gekauft. Sein Kaufpreis liegt bei knapp 150 Euro. Dafür gehört Ihnen dann das Gerät und Sie können somit jede Nacht Ihren Schlaf auf Atemstörungen screenen lassen. Natürlich erfasst der Sleep Analyzer auch Ihre Schlafphasen und zeigt Ihnen am nächsten Morgen anhand eines Punktesystems an, wie gut Ihre Schlafqualität war. Fazit: Die Technik von Sleepis ist im Vergleich zum Sleep Analyzer deutlich komplexer. Sleepis wird gemietet und nicht gekauft. Sleepis soll den Schlaflaborbesuch überflüssig machen. Das dürfte allerdings, wenn überhaupt, dann nur bei Schweizer Patienten funktionieren. In Deutschland würde Ihnen ein Schlafmediziner auf Basis einer Sleepis-Messung sicherlich keine Schlafapnoe diagnostizieren. Er würde Sie trotzdem ins Schlaflabor schicken. Salopp gesagt, so einfach lassen sich eben die über 350 Schlaflabore in Deutschland nicht die Butter vom Brot nehmen. Korrekterweise muss ich natürlich sagen, dass auch der Sleep Analyzer eine Schlaflaboruntersuchung nicht oder noch nicht überflüssig macht. Auch hier müssen Sie ins Schlaflabor, um eine Diagnose zu erhalten. Aber, und das ist der große Unterschied, wenn Sie sich für den Sleep Analyzer entscheiden, dann gehört er Ihnen und Sie können fortan jede Nacht Ihren Schlaf und Ihre Atmungsqualität monitoren. Das ist ein deutlicher Vorteil gegenüber der Gerätemiete, wie das bei Sleepis der Fall ist. Die Praxis zeigt, dass der Sleep Analyzer in der Home-Diagnostik ganz eindeutig die Nase vorn hat. Wenn mir Patienten von ihrem Screening zu Hause berichten, fällt fast ausnahmslos der Name Sleep Analyzer, aber eben nicht der Name Sleepis. Das ist nachvollziehbar, weil das Sleepis-Gerät speziell für deutsche Patienten, zumindest im Vergleich gegenüber dem Sleep Analyzer, keine relevanten Vorteile bietet. Auf den Punkt gebracht, für 150 Euro ein Diagnosegerät für 3 Nächte mieten oder für einmalig 150 Euro ein vergleichbares Gerät kaufen.
Tja, da fällt die Entscheidung wirklich leicht. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Video. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit Sie keins meiner neuen Videos verpassen. Ich veröffentliche hier auf meinem Kanal regelmäßig neue Inhalte und beantworte darin Fragen rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.